Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D Ray. Ja, ich habe mir heute mal 300 Rise of an Empire in 3D angesehen. Ich bin heute Morgen so ein bisschen durch mein Regal gewandert und habe mir überlegt, was hast du dir wirklich schon lange nicht mehr angesehen, beziehungsweise noch gar nicht angesehen. Und dann habe ich diesen kleinen Film entdeckt mit so einer hauchdünnen Staubschicht auf der Hülle. Da habe ich gedacht, komm, den entstaubst du jetzt mal und reingeworfen. Ich kannte den Film vorher noch gar nicht, habe ihn auch noch nicht gesehen. Von daher war ich wirklich gespannt, was mich jetzt erwartet. Und ich bin positiv überrascht, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe. Denn das 3D, der Film ist von 2014, sieht wirklich richtig gut aus. Die Tiefe macht richtig Spaß. Wir haben eine schöne Tiefenstaffelung, schöne Ebenen zwischendurch. Das Ganze kratzt auch hier und da an der Referenz. Die beste Stelle ist, glaube ich, noch ja so kurz. Ja, so 10 Minuten nach Filmbeginn, wenn der gute Herr hier, ich möchte nicht zu viel verraten, ganz weit oben über seinem Volk steht und zu dem Volk spricht und den Krieg erklärt, da hat man wirklich eine richtig schöne Sicht über diese ganze Stadt da. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, kein Ghosting, Pop-Out-Effekte sind hier in dem Film sehr interessant gemacht, denn irgendwas hat man immer im Bild gerade drinne, sei es Regen, sei es Nebel oder die Gischt vom Meer später. Also irgendwas hat man immer irgendwie vor den Augen, das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Dazu die ganz normalen Pop-Out-Effekte, die immer mal wieder so auftauchen, das ist meistens Blut in dem Film oder irgendwelche Schwerter, die so ein bisschen rauskommen. Alles sind mittelstarke Effekte, es gibt auch ein paar kleine, aber wirklich was interessant gemacht ist, sind diese Effekte, die immer irgendwie da sind. Am Anfang ist es der Regen, der die ganze Zeit vor dem eigentlichen Film hier so runtertropft, das sah wirklich cool aus. Danach der Nebel, später die Gischt, also das ist wirklich sehr gut gemacht worden und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Mir hat es sehr gut gefallen, ich denke den Film kann man relativ günstig schon bekommen. Deswegen stellt ihn ruhig mal mit in euer Regal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, euer 3D Ray.